Guten Abend hier vom alten Binnenhafen in Emden. Mein Name ist Edzard Wagener und morgen erscheint die zweite Ausgabe von Emden TV. Und dafür habe ich mich natürlich wieder in meinen tiefblauen Slimline Sportblouson gezwängt, der auch schon bessere Tage gesehen hat. Und ich bin mit meinen Kollegen Janis Bröckelmann und Tobias Bruns in Emden um die Häuser gezogen. Und wir haben die Geschichten gefunden, die in diesen Tagen in dieser Stadt geschrieben werden. Wir haben ein interessantes Programm für morgen. Wir sprechen mit dem stellvertretenden Leiter des Emder Gesundheitsamtes. Wir sind in der Kunsthalle, wo eine brandaktuelle Ausstellung für Sie leider aktuell nicht zu sehen ist, aber für uns. Wir haben Experten im Magazin, die uns über den richtigen Umgang mit Klopapier und Nudeln etwas erzählen. Und wir haben eine Verabredung auf der anderen Seite des Globuses, nämlich mit einem ehemaligen Emder Kneipenwirt, der in der Südsee lebt. Das alles verbunden natürlich mit vielen, vielen Grüßen von Hüben, Nachtrüben, Emden TV, das Frühstücksfernsehen der Emder Zeitung, ab morgen 9 Uhr auf Facebook, YouTube, Instagram und was weiß ich wo noch alles. Wir sehen uns morgen.